Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Pathfinder Kingmaker. Wir sind auf dem Weg zum Sumpfland. Nein, Moment. Geschmolzener Splitter eines Rings, das ist auch schon wieder für irgendein Relikt, was man zusammenzimmern kann. Irgendwann. Aber wir sind erstmal an der Brücke. Wir wollen jetzt zum Sumpf, um für die Hexe so ein bisschen was einzusammeln. Ich glaube, wir werden hier nicht auf so schwere Gegner treten, weil es sehr nah an der Hauptstadt ist. Da sollten wir ganz gut so durchkommen. Schreckenswolf. Stufe 4, Stufe 4. Achso, 1D4 Wölfe. 1D3 Warane oder der Schreckenswolf. Ich will ihn mir gerne mal angucken. You should have run! Onwards! Geh mal zurück. Die gehen uns da hinten nämlich gerade ziemlich auf die Nerven. So, da sind beide tot. Schau, ich kann mir gar nicht anzeigen lassen, wie stark mein eigener Schreckenswolf ist. Mit dem Infofenster unten. This requires your attention. Ah, noch ein Stück. Von dem geschmolzenen Splitter vom Ring. Ich danke dir, Schreckenwolf. Schreckenswolf. Und ja, ich bin wieder sehr gründlich. Ich will ja auch nichts übersehen. Siehst du, diese vier Eier hätte ich übersehen, wenn ich jetzt nicht hier lang gegangen wäre. Confide in me. Adventures can wait. Ja, ich weiß, du bist erschöpft. Aber die Tatze, wie immer, die passen da noch rein. Warum gibt's denn so viele Gegner hier? Sie sind nicht besonders stark, aber es sind halt einfach viele. I found something interesting. I did as you asked. Ein Plattenpanzer, schwere Rüstung. Plattenpanzer plus 2. Ah, leider schlecht, dass die Ritterrüstung plus 1 für sie. Obwohl die ja vom Wert her höher eingestuft wird. Also sie ist mehr wert, meine ich damit. Aber er fehlt. Ah, nee. Wie ich das richtig sehe, ändert sich effektiv nichts. Ob wir jetzt die eine nehmen oder die andere Rüstung.
Aber falls wir einen zweiten Nahkämpfer nehmen, irgendwann mal, werden wir denn einen finden? Ich glaube, wir haben zurzeit keinen. Der Zwerg ist ja auch Kleriker, der ist ja kein Nahkämpfer. Dann wäre es schon mal eine Rüstung für den. Adventures can wait. I shall end this suffering. Wo? Ach, auf der Brücke. Tear them apart! Lindsay muss weggehen. You deserved it. Selbst da funktioniert nicht die Bedrohung, also hier diese bedrohliche Darbietung. I do what I must. Aber wir schlachten die alle so schnell weg im Moment. We will prevail. Ein Bär, zwei Bären, drei Bären, vier Bären. Bärenfamilie. Die gefährlichste Wildnis der Welt. Es ist schon fast so, als wenn wir ein Far Cry wären. Da sind auch immer 8 Millionen Wildtiere unterwegs. Ist ja so, als wenn wir in die neue Welt kommen und erstmal aufräumen müssen. Repent! Don't hold back! Running won't help you! Let us strike as one! Bring it! Do not fault us! We're leading you out of our story. Na komm, schlag die eben weg. Ja, ist mein Inventar voll, nur weil ich Waldkreaturen schlachte. I'm there. Sollten wir Lindsay einfach mal heimlich sterben lassen. Oh, warum bist du denn im Nahkampf mit deiner Armbrust? Weil du verprügelt wirst dafür, dass du eine Druckerpresse einfach bestellt hast. Ist ja schlimmer eigentlich als eine Ehefrau dann. Ich habe was bezahlt auf mit unserem Gemeinschaftskonto, bitte was? Ja. Natürlich daneben. Won't kill me. I'll survive. I always survive. Sind jetzt alle tot? How may I help? Anything is possible. I'm listening. Yes. Fabricium Turinos. Plus 26. Fabricium Turinos. Können wir gleich schon rasten.
Adventures can wait. Oh, eine Höhle. In die Höhle. Das sind natürlich viele Informationen für uns. Ja, sollten wir erstmal unsere Helden wieder auffüllen. Obwohl das bestimmt nicht der beste Ort ist, um sich auszuruhen. Wie immer. What might we find in a troll lair, do you think? Oh, I treasures, can't perhaps, wait to see. Or abducted wretches stolen away from their people? Vor allem, wann werden wir das Trollversteck finden? Wahrscheinlich nie. In 40, 50, 60 Jahren. Da liegt schon eine Leiche. Hier könnte vielleicht irgendwas Größeres drin sein. I'm off. Ein Felsenlindwurm der Stufe 16. Keine Schadensreduktion mit kaltem Eisen. Amiri, willst du das alleine machen? What's the hell? RK-36. Heimtückische Uhrzeitdrachen. I am your shield. Face me if you do. Ich weiß nicht, was der kann, aber ich stelle mich erstmal ein bisschen breiter auf. Strike! Ja, der machte mich mit der Odin-Waffe einen Strahl quer durch. I'll try to make this swift. Any last wishes? So, das Lied des Moves ist wichtig. Ach du Scheiße. Der macht hier so einen Verbrenneneffekt immer auf uns. Das ist ziemlich fies. Hat er nicht irgendeine Schwäche? Der ist immun gegen Feuer. Ist schon mal super. Gegen alle Effekte, die ihn bewegungsunfähig machen würden. Alter. Ich würde sagen, dieser Lindwurm ist nicht für jetzt gedacht. Weil er zum Beispiel, Valerie hat er glaube ich in, ach ja, paar Sekunden umgehauen, ist auch von der Stufe. Einfach mal, wir sind im Moment Stufe 7 mit unseren Charakteren, der ist Stufe 16 gewesen. Vielleicht sollten wir dafür wirklich kalte Eisenwaffen haben. Damit der Schaden halt nicht so riesig ausfällt. Beziehungsweise nicht so stark gemindert wird, obwohl die hatten eh keine Chance, ihn zu treffen. Hat auch irgendwie eine Schlaggeschwindigkeit von 10 Schläge die Sekunde.
confide in me. Genau, lass mal ein Licht aufgehen. Und vielleicht gibt es einen Brückentroll. Das wird doch passen. Aha, ich bin der Brückentroll. Gib mir bitte Zoll. Verzieh dich. Okay, okay, ich gehe. Ich versuche auch noch meine Familie zu ernähren. Consider me to victory. Ich habe übrigens gesagt, dass die Gegner hier alle schwach sind, aber es stimmt gar nicht. Die sind... Also der Alpha-Wolf zum Beispiel ist entsprechend unserer Stufe, das stimmt schon. Wisst ihr, was mich stört, dass man nicht sehen kann? Hier unten in dieser Bonusleiste. Ich habe ja für Amiri und für Valerie habe ich doch diese Fähigkeit, dass die Umgang mit einfachen Waffen, Kriegswaffen, Schilden geschult. Koordinierte Verteidigung. Und sie hat doch auch koordinierte Verteidigung, oder? Ja. Dass man nicht sieht, dass das ploppt. Also, dass das, weil die zusammen halt rumrennen, dass das die unterstützt untereinander. I'm there. Ach, sehr schön, wie das Wasser hier dran vorbeiläuft. Die Wellen beim Fluss werden wahrscheinlich niemals... Also, ich bin mir ziemlich sicher, die sehen nicht so aus, aber es ist trotzdem ganz schön. Ich saß sogar letztens noch am Rhein. Als der Hund seine Zahn-OP hatte, habe ich dann gemerkt... Verdammte Hacke, jetzt hast du noch eine Stunde Zeit. Wo würdest du jetzt hingehen? Ach, dann gehst du halt einfach jetzt ein bisschen hier rein um die Ecke. Haust dich hin. Und da ist mir aufgefallen, es gibt ja... Es ist wirklich... Der Rhein ist ganz schön stark befahren. Mit Schiffsverkehr. Das war mir dann so aufgefallen. We will prevail. This is for you. Ach, guck mal, Banditen. Okay, die sind jetzt nicht mehr meine Stufe. Meine Güte. Der Arsch, er hat uns alle geröstet. What's that? This requires your attention. Ein Helm und was haben wir hier noch drunter? What a failure. No one is not my lucky day. Ach du Scheiße, das ist ja verschlossen, wir können das nicht öffnen. I'm there. Das ist erschreckend. Vor allem, weil wir alle ziemlich gute Schlösserknacker sind. You see that? Impossible. Done and done. I do what I must. So, noch in die Ecke schauen, dann haben wir das Gebiet erstmal durch. Was übrigens auch ganz cool gewesen wäre, dass man sich Notizen aufschreiben kann für die Gebiete. Vielleicht im Spiel selbst.
Oder haben wir da sogar was im Journal? Ich denke nicht. Und weiter geht's. Das haben wir noch nicht übernommen, das Gebiet, deshalb... Moment. Wenn ihr jetzt schon anfangt, wieder erschöpft zu sein, dann ruht erstmal. Da können wir uns anschauen, was im Schlammfuß ist. Ich hoffe, es ist kein so großes Gebiet, dass wir da relativ schnell unsere Informationen bekommen von der Hexe. Ich glaube, das längste Gebiet, das hat 3 Folgen gedauert. Wo wir wirklich ganz, ganz lange warten mussten. Das nenne ich mal Regen. Und das nenne ich mal Tentakulus. In due time. Übelkeit. Jetzt ist die Frage, warum ist uns denn übel? Share your troubles. Mhm. Wenn euch übel ist, könnt ihr keine Pilze aufsammeln. I'm there. Can you make an epic pose? Better strike as one. Provoked. Saren Ray, be generous to them, for I am not. This is for you. Wow. Haben wir da nicht irgendwas Trankmäßiges? Ich weiß, dass der einen Zauber hat gegen Übelkeit. Much longer. Avenge me. Boah, ich glaube, das ist schon für den Arsch. Und solange ich das Übelkeitsding habe, kann ich nicht mal das Gebiet verlassen.
Du ziehst auch mal einen Resistenzumhang an. Rollentechnisch. Boah. Schutz vor Chaos, Schutz vor Bösen, Feuerball. Göttliche Gunst. Kränkelnder Strahl, leichte Wunden heilen, Magierüstung. Schutz vor Ordnung, Schutz vor Chaos, Schutz vor Bösem. Ach du. Schneeball, Zauber, Person vergrößern oder verkleinern, was auch immer. Schwächestrahl, Segnung. Das kann der so. Schriftrolle segnen. Rettungswürfe. Standort vortäuschen. Unheil. Unsichtbarkeit, Verderben. Weisheit der Eule. Versetzende Haut. Übelkeit bannen. Schriftrolle Tote erwecken. Ich weiß, theoretisch hat er den Zauber Übelkeit bannen, aber ich konnte ja auch nicht wissen, dass wir hier in so ein Gebiet kommen. Ja, verdammte Hacke, uns wird auf jeden Fall übel werden. So. Rettungs- und Fertigkeitswürfe verbessern. Das hält nur 41 Sekunden. Eine Runde heiliger Bonus. So, alle Würfe erfolgreich. Und nutzt die paar Sekunden, die ihr habt, um diesen Penner zu erledigen. Haut direkt alles drauf, was ihr habt. Das hat auch nochmal die Fertigkeitswürfe. Ich hoffe jedenfalls, dass das richtig ist, was ich sehe. Du auch, direkt kontrollierter Feuerball rein. Verdammt, der hat den Rettungswurf nicht geschafft, der auch nicht. Won't kill me. I'll survive. I always survive. Das ist doch nicht wahr. Das hilft nur bei Rettungswürfe gegen Furchteffekte. So, also segnest du dich wieder selbst. Dann Segen auf Octavia. Und Segen auf Lindsay. Ah, jetzt habe ich zu früh gewechselt.
Vor allem, wie kann es sein, dass der zwischendurch gegen die Übelkeit verloren hat? Der hat schon plus 4 Bonus da drauf. Bist du tot oder lebst du noch? Oder stehst du da einfach nur rum? Oh nein, er greift den letzten an, der gegen die Übelkeit ankämpfen kann. Let us strike as one. Hast du noch irgendwas, womit du ordentlich Schaden machen kannst? Moment, ist das Kreatur in Griffweite? Vielleicht rettet uns ja die magische Kreatur. Wow. Do not falter. Also wenn der Übelkeitseffekt von dem Vieh kam, gut ab, ey. Man konnte nämlich eigentlich nichts sehen. Dämliche Hexe, ey. Nächstes Mal kann die ihre scheiß Pilze selbst sammeln. Betrug, das waren normale Pilze. Da hat die gesagt, wie viel die will? 10 Stück? Ich nehme einfach alles mit. I do what I must. So, auf dem Rückweg können wir in der Hauptstadt reinschauen und dann machen wir nochmal eine Rast hier, um es ein bisschen zu erholen. Something bothering you? Weil sind alle am Arsch. In dem Sinne an der Stelle erstmal tschüss, Freunde der Spiegeltour. Bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Pathfinder Kingmaker. Bis dahin, tschüle, euer Imperator.